ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas hat vorerst Bestand. Seit Inkrafttreten der Feuerpause vor 24 Stunden hat es keine nennenswerten Angriffe gegeben. Die Menschen im Nahen Osten reagierten erleichtert. In Gaza gingen heute tausende Palästinenser vor Freude auf die Straße. Auch israelische Soldaten, die an der Grenze zum Gazastreifen stationiert sind, feierten die Feuerpause. In dem Palästinensergebiet begannen die Aufräumarbeiten. Es wird viele hundert Millionen Euro kosten, um Häuser, Verwaltungen und Infrastruktur in Gaza wieder aufzubauen. Internationale Gelder sind versprochen und Deutschland will seine humanitäre Hilfe für Gaza auf über 7 Millionen Euro aufstocken. Das Aufräumen hat begonnen. Tausende feierten heute die Waffenruhe. Anhänger der Hamas und auch der Fatah von Palästinenserpräsident Abbas sehen sich als Sieger und setzen auf den großen Bruder Ägypten. Gewicht und Verantwortung der arabischen Staaten scheinen im Nahostkonflikt gestiegen. Und das könnte Hamas-Chef Hania nützen. Er warnte heute die USA, dass sich in der arabischen und islamischen Welt die Gewichte zugunsten der Hamas verschoben hätten. Denn die Unterstützung durch Staaten wie Ägypten, Türkei, Katar und Iran habe ihnen den Sieg gebracht. Die israelischen Truppen rund um Gaza haben den Rückzug angetreten. Die Waffenruhe hält. Doch trauen viele in Israel dem Frieden nicht. Ministerpräsident Netanyahu demonstrierte auch deshalb heute wieder Härte. Wir haben große Erfolge erzielt und die Hamas massiv getroffen. Wir haben ihre führenden Köpfe getötet, haben tausende Raketen zerstört. Und wir werden erneut militärisch reagieren, wenn die Waffenruhe bricht. Rafah, der Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten. Auch heute durften hier nur wenige Menschen und Waren passieren. Laut Vereinbarung zur Waffenruhe könnte hier ein normaler Grenzverkehr die Blockade Gazas beenden. Doch Israel verlangt Garantien, dass hier und durch diese illegalen Tunnelanlagen gleich daneben keine neuen Waffen für die Hamas geschmuggelt werden. Nur eine Einigung darüber kann Frieden bringen. Zur Situation in Gazastadt jetzt live mein Kollege Markus Rosch. Zerstörte Gebäude, Menschen, die auf den Straßen übernachten müssen und ein ständiger Stromausfall. Das sind unsere ersten Eindrücke nach acht Tagen Kämpfen hier im Gazastreifen. Doch die Menschen atmen auf, sie trauen sich wieder auf die Straße ohne Angst. Sie sind auch heute hier abends unterwegs. Der Waffenstillstand scheint zu halten. Und beide Seiten sehen sich als Sieger. Die Hamas, weil sie die militärische Supermacht Israel zu Zugeständnissen gezwungen hat und Israel, weil der Raketenbeschuss des Südens aufgehört hat und weil die radikale Hamas offenbar militärisch geschwächt ist. Die Waffen schweigen also. Doch viele bezweifeln, ob unter diesem kleinsten gemeinsamen Nenner ein dauerhafter Waffenstillstand erreicht werden kann. Ägyptens Präsident Morsi hat ein Verfassungsdekret erlassen, das seine Befugnisse ausweitet. Bis zum Inkrafttreten einer neuen Verfassung können seine Entscheidungen von keinem Gericht angefochten werden. Außerdem verlieh Morsi dem Komitee, das die Verfassung ausarbeiten soll, Immunität. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass es per Gerichtsentscheid aufgelöst werden kann. Morsi ernannte zudem einen neuen Generalstaatsanwalt und ordnete an, das Gerichtsverfahren gegen Mitglieder des Regimes des früheren Machthabers Mubarak neu aufgerollt werden. Der Streit über den EU-Haushalt wird von heute an auf höchster Ebene ausgetragen. Die Staats- und Regierungschefs verhandeln auf einem Sondergipfel in Brüssel über die Finanzierung bis zum Ende des Jahrzehnts. Weil alle Mitgliedstaaten und auch das EU-Parlament zustimmen müssen, gilt eine Einigung als sehr schwierig. Denn die reicheren Länder, die geben, verlangen Kürzungen. Das lehnen die ärmeren Länder, die nehmen, aber strikt ab. Und so funktioniert die Finanzierung der EU. Woher kommt das Geld für den EU-Haushalt? Die EU kann selbst keine Steuern und Abgaben erheben. Sie finanziert sich aus Beiträgen der Mitgliedsländer. Mit diesem Geld muss sie auskommen, denn im Gegensatz zu Staaten darf die EU keine Schulden machen. Wer gibt, wer nimmt?
Nettozahler sind die Länder, die mehr in den Haushalt einzahlen, als sie herausbekommen. An der Spitze der 5 größten Nettozahler steht Deutschland. 2011 flossen 9 Milliarden Euro mehr aus Berlin nach Brüssel als in die umgekehrte Richtung. Es folgen Frankreich, Italien, Großbritannien und die Niederlande. Größter Nettoempfänger im vergangenen Jahr war Polen mit etwa 11 Milliarden Euro, gefolgt von Griechenland, Ungarn, Spanien und Portugal. Wer bekommt Rabatte? Einzelne Länder haben für sich Rabatte ausgehandelt, allen voran Großbritannien, weil das Land nicht von der Agrarförderung der EU profitiert. Es wird um etwa 2/3 seines Nettobeitrags entlastet. 2011 waren das etwa 3,6 Milliarden Euro. Rabatte Einzelner müssen die übrigen EU-Staaten ausgleichen. Mit ein Grund dafür, dass die EU-Haushaltsverhandlungen so schwierig sind. Der Streit über den britischen Rabatt gilt als eine der Hürden auf dem Weg zu einem Haushaltskompromiss für die EU. Premier Cameron hat bekräftigt, er sei nicht zu Zugeständnissen bereit. Aber auch andere Staaten pochen darauf, dass ihre Interessen bei der Finanzplanung berücksichtigt werden. Veranschlagt sind 1.000 Milliarden Euro, verteilt auf den Zeitraum zwischen 2014 bis 2020. Seit dem Morgen nimmt Europas Ratspräsident Herman Van Rompuy die Regierungschefs der EU einzeln ins Gebet. Zwar macht der Haushalt der EU nur 2% aller öffentlichen Ausgaben in Europa aus, aber auch das sind in den nächsten 7 Jahren ungefähr 1.000 Milliarden Euro. Um die wird gefeilscht wie um nichts anderes. Deshalb will niemand garantieren, dass dieser Gipfel zu einem Ergebnis führt. Es geht hier darum, dass Planbarkeit für die Investitionen der Zukunft besteht. Deshalb ist es wichtig, dass wir zu einer Lösung kommen. Ob das in den beiden Tagen, Donnerstag und Freitag, jetzt schon gelingt, das weiß ich nicht. Die Kanzlerin gehört zu den wenigen, die solche Verhandlungen schon einmal mitgemacht haben. Sie weiß, dass die Positionen für eine Einigung noch zu weit auseinander liegen. Die Briten etwa stören sich schon an der Höhe der geplanten Ausgaben. Er sei überhaupt nicht froh, meint etwa David Cameron. Aber wichtiger noch ist, was er hier nicht sagt. Von einem britischen Veto ist erstmal keine Rede. Aber nicht nur um die Höhe der Ausgaben geht es. Noch umstrittener ist, wofür Europa seine Mittel einsetzt. Unser Geld ist zu sehr auf das ausgerichtet, was Europa war und nicht, was es werden sollte. Aber wer in die Zukunft investieren will, müsste etwa diesen Herrn überzeugen. Frankreichs Präsident Hollande ist eisern entschlossen, die Ausgaben für die Landwirtschaft zu verteidigen. Es werden unglaublich schwierige Verhandlungen und das dickste Ende kommt am Schluss. Das Europäische Parlament verlangt noch mehr Geld für Europa, angeblich, weil es das Wachstum fördern will. Zwar hat die EU den Beweis bisher nicht erbracht, dass europäisch ausgegebenes Geld das Wachstum stärker fördert als nationale Ausgaben, aber das Parlament droht schon mal mit seinem Veto. Wofür das Geld aus dem EU-Haushalt im Einzelnen ausgegeben werden soll und welche weiteren Streitpunkte die Verhandlungen erschweren, Informationen dazu finden Sie auf tagesschau.de. Der Nagelbombenanschlag 2004 in Köln war heute Thema im NSU-Untersuchungsausschuss. Im Zentrum stand die Frage, warum die Ermittler möglichen fremdenfeindlichen Motiven nicht nachgegangen sind. Bei der Detonation vor einem türkischen Geschäft waren 22 Menschen verletzt worden. Der Anschlag wird der rechtsextremen Terrorzelle NSU zugeschrieben. Der frühere Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Behrens, entschuldigte sich für Fehleinschätzungen. Er wies aber Vorwürfe zurück, die Ermittlungen beeinflusst zu haben. Mit 1000 überlangen Nägeln war die Kölner Bombe gefüllt. Sie sollte größtmögliche Verletzungen verursachen. Gezündet wurde sie in einer Straße, in der viele Migranten leben. Schon das wies auf einen fremdenfeindlichen Anschlag hin. Zudem gab es Videobilder. Ein blonder Mann mit Fahrrad galt schnell als einer der Täter. Doch ermittelt wurde nahezu ausschließlich in Richtung organisierte Kriminalität. Türken galten als wahrscheinliche Täter. Der damalige SPD-Innenminister von Nordrhein-Westfalen hatte heute einen schweren Stand. Warum so einseitig ermittelt wurde, wusste er nicht. An Details konnte er sich nicht erinnern. Die Abgeordneten empört. Ich bin entsetzt, wie kalt bürokratisch der damalige Innenminister mit dem Anschlag in der Kolbstraße umgegangen ist. Die Abgeordneten zitierten dann aus den Akten. Eine Stunde nach der Tat wurde damals das NRW-Innenministerium informiert. Gleich danach kam die Anweisung, den Begriff terroristischer Anschlag zu streichen. Ich habe auf die Ermittlungsrichtung überhaupt keinen Einfluss genommen, sondern ich habe mir berichten lassen von den Ermittlern über ihre Erkenntnisse, habe das bewertet und für richtig empfunden.
Selbst Analysen von Bundes- und Landeskriminalamt hatten frühzeitig auf den fremdenfeindlichen Charakter des Anschlags hingewiesen, ohne jede Folge. Auch Parteifreunde sahen den Minister heute eher kritisch. Er hat die Ermittlungsarbeit nicht beeinflusst. Er hat aber auch umgekehrt keine Impulse gegeben und sie auch nicht umfassend begleitet. Nie waren die Ermittler näher dran am NSU-Terror-Trio als damals in Köln. Doch die zahlreichen Hinweise seien konsequent ignoriert worden. Darin sind sich die Abgeordneten einig. Versagt habe aber auch die damalige Landesregierung. Ein neues Gesetz soll die religiöse Beschneidung von Jungen regeln. Der Regierungsentwurf ist aber im Bundestag umstritten. Nach der Vorlage von Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger bleibt der Eingriff unter Auflagen grundsätzlich straffrei. Eine Gruppe von Abgeordneten hat jedoch Bedenken und fordert, Beschneidungen erst ab 14 Jahren zu erlauben, damit der Junge selbst über den Eingriff entscheiden kann. Die Ministerin will die Beschneidung zügig regeln, damit endlich Rechtssicherheit herrscht. Der Bundestag hatte ihr aufgetragen, ein Gesetz zu erarbeiten, das den Eingriff erlaubt. Ihr Entwurf sieht nun vor, dass die Eltern für den Sohn entscheiden sollen. Solange das Kindeswohl damit nicht verletzt ist, hat der Staat kein Recht, in diese Auffassung der Eltern korrigierend einzugreifen. Wenn Juden und Muslime gewisse Standards einhalten, könnten sie ihre Tradition also weiter ausüben. Doch Teilen der Opposition kommt das Kind im Regierungsentwurf zu kurz. 66 Abgeordnete wollen deshalb erreichen, dass der Junge selbst mit 14 Jahren über den Eingriff entscheiden darf. Es ist so gravierend, dass es weitreichend im Erwachsenenleben existierende Folgen hat. Und deshalb muss das Kind mit einbezogen werden. Eine Beschneidung nach jüdischer Tradition am 8. Tag nach der Geburt wäre dann allerdings rechtlich nicht mehr möglich. Eine Abwägungsentscheidung. Da ist für mich klar, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit und die Selbstbestimmung der Jungen vor Traditionen und Religion gehen muss. Deshalb wollen die Kritiker auch nur bestimmten Ärzten den Eingriff erlauben, anders als im Regierungsentwurf, der in den ersten 6 Monaten nach Geburt auch geschulte Laien zulassen möchte. Trotz der Unterschiede in der Sache war das heute eine ernsthafte und respektvolle Debatte. Immer wieder war aber auch zu hören, dass mehr Zeit gut wäre für eine Entscheidung, eine breite gesellschaftliche Diskussion wünschenswert sei. Nach den aktuellen Plänen soll der Bundestag noch in diesem Jahr ein Gesetz beschließen. Die Deutsche Bahn muss länger als geplant auf zusätzliche ICE-Züge der 3. Generation warten. Wie das Unternehmen in Berlin mitteilte, verschob der Hersteller Siemens wegen Problemen mit der Elektronik erneut die Auslieferung von 8 Zügen. Diese hätten ab Dezember die Hochgeschwindigkeitsflotte entlasten sollen. Damit muss die Bahn die schwierige Weihnachts- und Winterzeit erneut mit einer sehr knappen Zahl an ICE-Zügen bestreiten. Das Lübecker Buddenbrook-Haus verdankt dem Stöbern im Nachlass von Heinrich Manns Tochter einen bedeutenden Neuerwerb. 81 handgeschriebene Karten und Briefe, die Thomas Mann an seinen älteren Bruder Heinrich schrieb. Die Dokumente rücken das angeblich distanzierte Verhältnis der Schriftstellerbrüder in ein neues Licht, offenbaren vielmehr eine sehr vertraute Bindung. Bis Sommer 2013, schätzen die Literaturwissenschaftler, werden sie mit der Sichtung der Schriftstücke beschäftigt sein. Die Bambi-Verleihung hat nationale und internationale Prominenz nach Düsseldorf gelockt. Der älteste deutsche Filmpreis wird am Abend in 17 Kategorien vor knapp 1000 geladenen Gästen verliehen. Céline Dion erhält den Bambi als Entertainerin. Noch offen ist, welche deutschen Darsteller und Filme ausgezeichnet werden. Die Gala Bambi 2012 überträgt das erste live ab 20.15 Uhr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 23. November. Die Südosthälfte Deutschlands profitiert morgen noch von hohem Luftdruck, während ein atlantischer Tiefausläufer Regenwolken in den Nordwesten lenkt. Am Wochenende erwartet uns dann fast überall unbeständiges Wetter. Heute Nacht gibt's im Süden viele Wolken und im Südosten Bayerns noch ein paar Regentropfen, sonst zunächst überwiegend klar, gebietsweise bildet sich Nebel. Von Nordwesten breitet sich morgen Regen aus, der später bis zu einer Linie Eifel-Rostock vorankommt. Im übrigen Land eine meist trockene Mischung aus Nebel, Wolken und Sonnenschein. Der Wind weht schwach bis mäßig, in der Nordwesthälfte auch frisch, an den Küsten und in den Gipfellagen der nordwestlichen Mittelgebirge zum Teil stark mit stürmischen Böen.
Auf den nordfriesischen Inseln heute Nacht 6 Grad, im Südosten leichter Frost und stellenweise Glättegefahr. Morgen an der Donau im Dauernebel örtlich nur 3, am Alpenrand bei Sonne bis 12 Grad. In den folgenden Tagen erwartet uns recht mildes und unbeständiges Wetter. Am Sonntag zudem windig, an der Nordsee stürmisch. Am freundlichsten wird es im Süden. Um 23.15 Uhr sind die Tagesthemen für Sie da. Karen Mioska fragt, ob die Israelis die Gaza-Blockade beenden und zeigt, wie kontrovers auch in der Schweiz über Sterbehilfe diskutiert wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.